Hey, hast du dich in deinem neuen Zuhause schon eingerichtet? Hast du... Also hör mal, Todd. Es scheint, als gäbe es einen neuen Herausforderer bei der Solar Crown. Willst du uns nicht vorstellen? Ich möchte dir Miami Harris vorstellen. Sie wird eine deiner Gegner bei diesem Wettbewerb sein. Dann wollen wir mal hoffen, dass du mehr Talent für Rennen als für die Mode hast. Jemand sollte dir mal eine Beratung in Sachen Stil geben. Komm mal bei mir vorbei, wenn ich dich geschlagen habe. Tschüssi! Oh, da sah der Hund gerade creepy aus. Nimm dich vor Miami in Acht. Die kann echt unberechenbar am Steuer werden. Und sie tut so ziemlich alles, um ein Rennen zu gewinnen. Natürlich musst du zuallererst mal diese Rennlizenz bekommen. Ja gut, dann mache ich jetzt mal hier den Führerschein. Okay, Lizenz läuft. Ja, in Real Life bei mir aktuell genauso. Dann erste Schritte, let's go. Mehr brauche ich gar nicht wissen. Fahre dein Fahrzeug erfolgreich durch die Kurve. Also, das sollte ich doch schaffen, oder? Easy! Gut gemacht. Ein weiterer erfolgreicher Testlauf. Ein weiterer? Das war der erste, Bro. What the... Oh Gott, Slalom. Ha. Oh. Okay, let's go. Shit. Ja, du bist try again. Ich bin zu angespannt? Was? Ich hatte zu viel Gas gegeben. Ich sollte vielleicht doch nicht ganz so schnell fahren. Ja, geht doch, easy. Nächster Test. Dieser Testlauf ist nur ein Vorgeschmack auf das, was dich noch erwartet. Okay. Naja, dann lassen wir uns den Vorgeschmack mal schmecken. Ich hatte Angst bei der Kurve, aber locker gemeistert. Aber der Lotus wäre halt auch nice gewesen. Ach, das war schon. Okay. Glückwunsch. Also ich habe so das Gefühl, dass ich den Führerschein schaffe. Du musst deinen Fahrstil auf das Fahrzeug und auf das Wetter abstimmen. Vergiss nicht, dass du auf nasser Strecke dein Bremsverhalten ändern musst. Auf nasser Strecke bremse ich also schlechter. Okay. Benutzen Sie die Handbremse, um eine 180-Grad-Wendung durchzuführen oder sich durch Haarnadelkurven zu navigieren. Okay. Also, soll ich jetzt nur mit der Handbremse bremsen? Ah, war nicht ganz so perfekt. But YOLO! Mal gucken, ob ich es noch schaffe von der Zeit her. 7, 6, ja, easy. 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 Dann fahren wir mal los. Die Straße ist noch ein wenig feucht. Autohändler verfügbar. Europäische Wagen. Nice.
Ah. Easy. So wird's gemacht, Leute. Kein einziger Fehler. Eine echte Glanzleistung. Na, dann würde ich sagen, nächster Test. Schauen wir mal, wie du in Trainingsstrecke. Zwei Runden Trainingsrennen abschneidest. Ja, ich würde sagen, das Trainingsrennen, das schließe ich erfolgreich ab. So, easy peasy. So, sofern ich mich noch erinnern konnte, ist, dass wenn ich hier rüber fahre, also ich muss auf der Straße bleiben, weil wenn ich hier rausfahre aus der Straße, dann kriege ich Strafpunkte. Oder wenn ich Unfälle baue. Später im Rennen kann man natürlich dann easy peasy abkürzen. Aber hier in der Fahrschule gibt das Ganze Strafpunkte. Hier bin ich, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Ich hätte sogar ein bisschen mehr Gas geben können. Oh. So. Okay, da war der Winkel jetzt nicht ganz so gut. In 2 Minuten 77 soll ich das schaffen. In 2 Minuten soll ich das schaffen. Locker, oder? Oh. Oh, 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 oh. Ja, das habe ich gemeint. Das sollte ich nicht machen. Da habe ich die Kontrolle in der zweiten Runde auch verloren. Ah. Oh je, Mene. Ob das jetzt noch was wird, ich weiß es nicht. Da habe ich doch ein bisschen zu viel gegeben. Oh mein Gott. Ah. Oh, ich hoffe, das wird in Real Life einfacher, die Fahrschule. Oh, aber ich glaube, da muss ich auch nicht ein weiterer erfolgreicher auf Zeit fahren. Gut, ich sollte nicht zu langsam fahren, aber ich glaube, das wird weniger das Problem sein. Diese Rennlizenz gewährt dir Zugang zu neuen Rennereignissen. Eine neue Meisterschaft ist jetzt verfügbar. Folge einfach den Instruktionen deines Navis, um dorthin zu kommen. Ah, du hast mein Navi schon wieder eingestellt. Ach Junge, lass doch einfach mal mein Navi in Ruhe. Er stellt mir noch irgendwas um. Irgendwann stellt er eine andere Sprache ein. Akademie verlassen. Dann schmeiße ich mich noch an das Rennen hier ran. Diese Schaltfläche bietet Ihnen Zugriff auf... Los, leg mal einen Zahn zu, Miami. Beeil dich mit dem Schminken. Fertig und Action! Hallo, Solar Crown. Willkommen auf Ibiza zu der ersten Meisterschaft für klassische Fahrzeuge. Ich warne Sie lieber gleich. Es scheint, als würde es nicht gerade spannend werden. Es gibt einfach keine Gegner, die es mit mir aufnehmen können. Abgehoben. Ich werde sie sowas von fertig machen. Man muss sich nur mal ansehen, wie die rumlaufen. Die sind ja mal sowas von überholt. Bringt mir den Frischling. Ich bin in der Stimmung, jemand Neues fertig zu machen. Wer macht hier wen fertig? Tja, dann würde ich hier mal anfangen mit dem ersten Rennen. So. Oh. Ein pinker Mustang. Wem gehört der wohl? Safe Miami. Ah, ich sehe sie, glaube ich, auch schon drin sitzen. Neues Bekleidungsgeschäft verfügbar. Oh, die Lichter sind geil von dem Lotus. Diese Klappaugen. Diese Schlafaugen. Richtig nice. Wie hier einfach jeder abkürzt. Oh. Lol, was ist da denn passiert? Das Schild ist halt einfach mal Hulk. Dieses Schild ist Hulk. Oder noch besser, Iron Man. Ah, das war nicht Iron Man, das Schild.
Makler verfügbar für Immobilien. Nice. Also Miami ist hier... Miami ist irgendwie nicht ganz so weit vorne. Irgendwie bin ich anscheinend doch nicht ganz so schlecht. Und sie ist ziemlich abgehoben. Trotz teilweise chaotischen Fahrstunden, sage ich mal, in der Fahrschule. Oh, da ist die Ziellinie. Easy win. Erstes Rennen und gewonnen. So soll's sein. So und nicht anders.